Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, ich hatte ja gesagt, ich verkrieche mich hier in diesen Saves. Bist du mal drin? Ne, weiß nicht, was ich wollte gerade sagen. Und wir haben auf jeden Fall einen Gast hier draußen. Ich habe es in der Nacht hier röcheln hören, das war ungefähr hier, direkt nebenan. Da habe ich mich relativ ruhig verhalten. Ich habe ein paar Sachen gecraftet. Ein paar Steinäxte habe ich gecraftet. Und ein bisschen was aus Stoff gecraftet. Ich habe mich hier ein bisschen verbessert. Hupsala. Ein bisschen verbessert hier in dem Bereich. Ne, ihr seht's. Über die Handschuhe können wir eben neu machen. Machen wir nochmal eben. Kostet ja nicht viel. Wo sind sie? Aus Leder habe ich extra nichts gecraftet, weil, ja, ich habe mir. Seht ihr? Zack. Ja. Ich habe mir gedacht, ich wandle erstmal normales Leder um. Zu. Also mein Hide um zu Leder. Und, ist nichts mehr da. Und, deshalb habe ich mich da relativ bedeckt gehalten, aus Leder irgendwas zu machen. Weil mein Lederskill ist noch relativ klein. Wie man hier vielleicht sehen kann. Ja, auf 10 ist er, ne? Also klein ist auch anders, ne? Ja, trotz allem. Das wird noch steigen, wenn ich Leder umwandle. Dann machen wir es lieber so. Ich glaube, hier war alles gelootet, hatte ich gesagt, ne? Da oben, ne? Da ist doch jemand. Oder was Einbildung? Nein, da ist definitiv jemand drin. Da ist wahrscheinlich das die Person oder der Zombie, den ich gehört habe. So, zurück zum Thema. Ich hatte ja gesagt, wir gehen jetzt zur Kiste. Shamway Foods war allerdings hier doch irgendwo, ne? Ich würde mir ganz gerne noch mal ein bisschen was zu knabbern holen. Beziehungsweise nein. Wisst ihr was? Hier unten ist ja noch das eine Haus, was wir nicht gelootet haben. Da hinten müsste es irgendwo sein. Da flitzt noch eben rüber. Und, ich wollte sagen, bei der Gelegenheit sammle ich nur ein paar Steine auf, aber ja, ich wollte nur ein paar Pfeile mehr machen, aber da ich jetzt Vogel das halt loote, wahrscheinlich hat es das eh erledigt. Weil ich wollte die 8 Federn noch wegkriegen. Ah, so hat es sich erledigt. Ja, hat sich erledigt. Na, da ist ein Gast. Ein Ungesollter. Dann liegst du halt da so blöd rum. Ist mir jetzt auch wurscht. So, und dann gehen wir nämlich gleich ruckzuck nach Hause und dann gucken wir mal, was da zu Hause noch ein bisschen was. Da war ich nicht dran. Ein bisschen was machen. Wobei, ganz ehrlich, relativ schnell. Es sind nur 11 Pfeile mehr für den Rückweg. Und ich glaube, das Haus da war es, ne? So, jetzt müsste ich meine Arrows auch hier. Ups. Ja, Arrows schreibt sich mich mit 3 Aaron. 5 Federn habe ich noch über. Na gut. Okay, komm, die packen wir wieder vorne rein, dann war's das. Ich muss hier rein. Ich habe. Falls ihr das gehört habt, das hat gerade bei mir geklingelt, aber es ist mir jetzt scheißegal. Die werden nur wissen ganz genau, dass ich jetzt nicht da bin. So, da muss ich hin. Hier reingucken nochmal. Oha. Und 8 im Verkauf. Nee, komm, scrappen. Ich nehme die mal mit, um das mit der Kiste abzugleichen. Ich glaube, die in der Kiste ist schlechter, wenn ich mich irre. Dann scrappe ich doch lieber die in der Kiste. Bleibt. Das will ich nicht haben. Jetzt habe ich natürlich hier eine Steinaxt mehr. Das mache ich jetzt mit der Axt hier. Das ist egal. Komm, ich wollte die Küche looten, um was zu essen zu finden. Ne? Nicht um irgendwie. Ja, super. Scrap. Naja, gut, ein bisschen Leid haben wir noch mit dabei. Oh, Potassium nehmen wir auch gerne mit. Aber noch mehr. Seit wann ist eigentlich in der Küche Potassium, ganz ehrlich?
Ich meine, wenn es da hingehört, dann könnt ihr mir das gerne sagen, aber für mich gehört es da nicht hin. Jetzt komm her. Scrap. So, bitte was zu essen? Na toll, ich... Ja, ich weiß, den kann ich mitnehmen. Und den scrappen wir jetzt auch. Ah, da ist was zu essen. Da ist was für den Müll und da ist ein super Ledermantel in... Naja, in der falschen Farbe, aber grundsätzlich, okay. Ja gut, okay, Essen 5, immerhin. Nicht viel, aber ein bisschen. Tja, schade, ich hätte eigentlich gedacht, wir mehr drin gewesen. Aber vielleicht finde ich ja noch oben was, oder was weiß ich wo. Oh, cool, noch eine Branch. Dreckiges Wasser und das war's dann auch schon mit dem Platz. Blut jetzt trotzdem mal irgendwie zu Ende. Einfach nur, um es gemacht zu haben. So. Schönes Bett. Verarschen? Ernsthaft? Ach ja, stimmt, das ist ja... Ja, okay, das war ja das andere Bett, war ja... dieses Stoffbett konnte ich ja mit der Axt zerkloppen. Das war ja Metall. Ja. Oh! Hm, sehr schön. Ach ja, natürlich, deshalb ist mein Lederskill so hoch. Das erklärt natürlich. Ja, jetzt wo du sagst, weißt du? Wow, guter Verkaufspreis, echt, ey. Komm, lass mal Papier hier drin. Vielleicht finden wir noch ein bisschen. Rappen. Ein bisschen Essen wollte ich sagen, aber finden wir leider nicht. War ja klar. Dann, ich glaube, hier war die SMG Schematics drin, ne? Wenn ich nicht irre. Noch Kaffee drin gelassen. Geht's hier durch? Ich meine, die wäre hier drin gewesen. Hier, glaube ich, ne? Jo, da ist sie. Ich lese sie jetzt trotzdem. Das bringt meinen ganz missigen einen Punkt nach oben und, dagegen habe ich echt nichts einzuwenden. So, hier ist noch ein Körbchen in der Ecke, da war ich noch nicht dran. Ah, super. Essen, meins. Das Wasser können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen und das esse ich jetzt. Ja gut, auch nur 5 auf Fullness, aber immer ein bisschen auf Gray schon noch bekommen. Wobei, das ist relativ. So, und die wollte ich noch aufmachen hier. Oh ja, mechanische Parts können wir mitnehmen und die habe ich zwar auch irgendwo rumfliegen, aber nicht dabei. Komm, lass mal die 5 Federn hier drin. Dann wird das schon gehen, denke ich mir mal. Da ist noch schmuddeliges Wasser drin. Da ist nichts mehr drin. Und da war noch Klebstoff drin. Da ist zu. Habe ich dein Duct Tape dabei? Nein, habe ich nicht. Ja, dann gehen wir auch hier wieder raus. Oder war hier hinten noch irgendwas? Irgendwas Essbares vielleicht? Was Essbares im Müll, das ist auch eine tolle Idee, ne? Ja, so... Plant Fibers? Ne, habe ich nicht. So Brass und sowas, das können wir immer ganz gut mitnehmen. Würde ich sagen. Das lieber jetzt als später. Weil jetzt haben wir es gerade noch. So, Working Stuff. Achso, wartet mal. Ich kann doch mal eben. Ja, das kann ich am Rückweg auch noch machen. Zur Not pflücke ich mir hier ein paar Yucca und dann futter ich die unterwegs. Das sollte auch gehen. Auch ausreichend sein. Wobei, ich gucke mal eben in das was rein. Oder gehe ich zum Shampoo direkt? Nein, komm. Da kommt doch einer. Oh, das war ja komplett daneben. Oh, Cowboy-Stiefel. Hm. Wenn ich die scrappe, bringen die mir was? Nichts, ne? Dreckiges Wasser braucht kein Mensch. Lassen wir hier.
ich brauche aber auch schon 3 Schläge jetzt für die Axt, ne? Also für so ein Ding hier. Hatten wir das vorher auch nicht? Meine ich nicht, ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, ein Bücherer. Egal, bitte ein... Okay, wir haben Exploding Crossbow Bolts. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Die kenne ich schon. Bringt mich aber in Lederhöhe. Auch nicht schlecht. Scrappen wir und die lassen wir drin. Oder habe ich ein schlechteres am Mann? Nee. Küche. Will in die Küche. So. Gib mir was zu essen. Ah, was zu essen. Ich will kein Metall fressen. Mensch, Mensch, Mensch. Also hier den Stoff nehme ich nur mal ganz kurz mit, weil ich in der Nacht den kompletten Stoff, den ich überhaupt hier hatte, verbraten habe. Und es ist immer ganz gut, wenn man ein bisschen Stoff auf der Seite liegen hat hier. Jetzt aber, na, Kaffeebohnen. Ich will kein Scrap Metal. Oh, Mann, 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 Mann. Ja gut, ich will doch Scrap Metal, weil ich bedenke, wie viel Scrap Metal man heutzutage benötigt, dann ist das, was ich hier finde, doch immer ganz gut. Waren die... Ach, ist jetzt egal, komm. Scheiß drauf. Die paar Cent können wir auch noch verzichten hier. Jetzt nicht mehr nicht? Das ist alles... Sie verarschen. Das war jetzt doch nichts. War das doch jetzt... Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hab die Munition nicht dabei. Ach, Mensch. Mann, was machst du denn, ey? Ja, es war ja auch kein Loot-Ausflug geplant jetzt mehr, ne? Ich wollte die Munition schon ganz gerne mitnehmen. Wobei, es ist 10 mm, die brauche ich nicht unbedingt. Tschüss. So, was sagt das Essen? Ja, 47. Also ihr seht, ich komme nicht höher. Nee, kommt, wir gehen jetzt zur Kiste. Wir gehen jetzt zur Kiste, es bringt nichts. Nest nehmen wir noch mit. Achso, kann ich ja gar nicht mehr. Stimmt, da war ja was. Federn habe ich abgelegt. Anderes Biom, wollte ich gerade sagen, aber klar. Ist aber nur verbrannt, ne, oder? Ach, wie auch immer. Gut. So, und dann flitzen wir jetzt mal zurück. Ja, das bisschen Müll, was hier so rumliegt, können wir nochmal eben ablaufen. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere, was wir mitnehmen können. So, da ist eine Bank. Also da ist die Bank. Das heißt, dahinter müsste dann eigentlich auch unser... Was? Hilfe. Schwein am Kaktus wahrscheinlich. Dahinter müsste dann eigentlich auch unsere Kiste liegen. Hier war ich schon dran. Ich kann es nicht lassen, ne? Uah. Ach, oben. Na, was zerklopst du mir gerade? Oh, nix. Das ist schön. Oh, da ist noch einer drin. Wie kommst du denn her? Guck mal, 3 Wasser haben wir noch. Dann trinken wir das mal. Ja, ja, ich sehe die da. Kein Ding. So, was ist da, wenn die sich da... Ich wollte gerade sagen, ist sie jetzt unsterblich geworden oder was? Ja. Ach so, das war doch die Ecke, wo... Ja, wo der hier komplett durchgesaust ist. Der eine Zombie da. Und mir alles zerfetzt hat. Ja, ich habe die Lampe da oben gesehen. Ja, wir könnten sie auch abbauen. Du musst da oben sein, kann das sein? Oder bist du hier unten? Ach, wie auch immer. Ja, hier war ich schon. Genau.
Nur hier oben war ich noch nicht. Aber es macht nichts. Ich will jetzt mal einen Woodframe hin. Na, hoch. Und, so. Oh, sehr gut. Haben wir alles am Mann. Gerne mitgenommen. Bücherregal. Oh, schön. Flaming Arrows. Habe ich jetzt hier eine gepatscht gekriegt von irgendjemanden? Oder? Das hat sich so angehört, oder? Also für mich hat es sich zumindest so angehört. Also er muss auf jeden Fall unten. Ach, da. Okay. Ach, Dicken, komm her. Kannst du mal kaputt gehen? Danke. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Ach Gott, der ist auch besser als mein Schwadder, ey. Von der Haltbarkeit ist der schlechter, deshalb... Ach komm, scheiß drauf. Ich scrap den jetzt. Ich will mir ein bisschen... 13 Leder bringt der. 13 Leder. Nicht schlecht. Oder war ich hier schon drin in dem Haus? Mein Gott. Hätte ich es nicht gedacht. So, jetzt aber zurück zur Kiste. Ich will jetzt nach Hause. Ich verreck eh gleich unterwegs wahrscheinlich, weil ich nichts zu essen habe oder keine Ahnung. Nein, geht ja gar nicht mehr. Ich habe ja keinen Platz mehr. So. Mal kurz hier wieder einsortieren, dass das hier bleibt. Das bleibt hier, die Wrench. Ich habe jetzt eine 577er Wrench dabei. Dann lassen wir die Ledermantel hier, die Cowboy-Stiefel, wobei, warte mal. Where? Ich brauche mal ein bisschen länger. Ich glaube, die sind besser, ne? Nehmen wir die Cowboy-Stiefel mit. Lassen wir die Schuhe hier. Das kommt auf jeden Fall mit. Dies habe ich auch gleich dabei. Den Stoff wollte ich hier lassen, glaube ich, ne? Ich glaube, die Magnum Parts wollte ich nicht hier lassen, aber ich lasse sie doch hier. So, kann ich jetzt alles mitnehmen? Nein. Was habe ich denn so viel? Oder was hatte ich denn vorher nicht dabei, was ich jetzt dabei habe? Die Repair Kits können es ja nicht sein. Was hatte ich denn vorher nicht, Herr Mann? Hä? Bin ich jetzt doof? Ich hatte doch vorher gepasst. Ich habe das doch genau... Ich sehe mich gerade im Kopf schütteln. Ich weiß es echt nicht. Ich würde die Shotgun schon liebend gern mitnehmen. Oh, dann machen wir es so. Also die angefangene Shotgun, die ist ja nicht fertig, aber in der Hoffnung, dass ich den zu Hause vielleicht fertig bauen kann. Weil ein paar Schuss habe ich auch schon dafür. Okay, so, da lang muss ich. Und mal gucken, ob wir da oben raufkommen. Ich weiß es nicht, ob ich da raufkomme, aber ich hoffe es mal. Unterwegs mal den Müll hier mitnehmen, gucken, ob da was Neues drin liegt. Da ist schon wieder eine Folge rum, ne? Boah, das tut mir so leid, ey. Bin ich so langsam? Oder ist es so, dass die Folgen so schnell um sind bei mir? Es ist. Sagt's ja besser nicht. Ja. Also, wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Hause. Und ich mache jetzt auch wieder auf den Hauseweg und dann machen wir zu Hause ein bisschen weiter. In die Stadt kommen wir dann später nochmal zurück. Ich meine, wir haben ja noch guten Loot hier. Ah, wenn ich hier runtergehe, könnte es auch klappen. Sieht zumindest danach aus. So, ich war schon dran, glaube ich, ne? Ja, aber wisst ihr, was wir eben machen? Ich packe eben hier ganz kurz nur 2, 3, 4 Yucca. Futtern hier.
Damit ich wieder ein bisschen auf der sicheren Seite bin, was das Essen angeht. So wollte ich das machen, genau. So, und jetzt ab nach Hause. Zack. Und zwar genauso habe ich es auch gedacht, wie ich jetzt gegessen habe, dass ich dann auch so zwischenzeitlich mal ein paar Yucca futtere, wenn es nicht mehr geht und dann. Ach, da unten ist er. Ja, lass mal. Ich habe es irgendwie gedacht. Irgendwas hat mich da angebildet gerade. Ah, hier ist nochmal Müll. Ja, Müll. Oh. Oh. Öl. Hatte ich nicht noch Öl dabei? Habe ich wahrscheinlich in die Kisten gepackt, ne? Ich glaube schon. Ist ja auch nicht so wild. Öl braucht man ja eigentlich gar nicht. Also ich zumindest gerade nicht. Weil das bisschen, was ich da hinten habe, das reicht vollkommen aus und... Ja. Sieht gut aus. Passt. Wupp, ich glaube, hier bin ich schon mal vorsichtig. Ne? Hier wollte ich schon mal runterhüpfen. Glaube ich. Müsste der direkte Weg sein, den ich jetzt gehe. Ja, ist der direkte Weg. Gut, dann werden wir hier auch nichts Neues finden, was so Sachen wie was so Sachen wie Kisten, wollte ich sagen, angeht. Guck mal, ist das schräg runter hier. Da immer ein Stein ist, wisst ihr, dann geht mir halt so um den Sack. Dann hüpfst du da immer runter und dann hast du dir auf einmal das Genick gebrochen oder so. Ja, ein bisschen Scrap Metal können wir immer noch mitnehmen. Dafür ist dann noch Platz. Achso, das war ein Baumstumpf. Ach, Baumstumpf sage ich schon, so ein Ast am Boden. Ach komm, die Dame hier nehmen wir mit. Ist ja flott umgehauen hier. So, wo haben wir denn da? Da die Richtung bitte. So, gut. Das läuft ja. Also wie gesagt, wir gehen jetzt nach Hause. Naja, klar, dass ich mich da verletzen muss. Und es ist jetzt Tag 11, morgen ist Tag 12, das heißt, morgen ist Hundetag. Dann muss ich mal gucken. Ich will ja auch mal langsam irgendwann mit meinem, ach, da waren wir schon dran, sehr gut. Mit meinem Projekt anfangen, mit meiner Planung anfangen. Dazu werde ich mir nochmal neue Werkzeuge wahrscheinlich herstellen, beziehungsweise, Moment. Ich habe ja doch eine Schaufel. Die Schaufel werde ich jetzt aufbrauchen und werde dann nochmal neue herstellen. Also vorher. Und dann werden wir gleich noch ein bisschen anfangen zu schippen. Vermutlich. Ach, weit dran vorbeigeschossen. Hier bin ich, du Dussel. Na, der wollte nicht. Ah, geht doch. Trinken kann ich nicht, essen will ich nicht. Also lass uns drin. Faszinierend, ne? Jetzt, wo ich hier kein Wasser brauche, ist hier schon wieder ein Zombie mit einem Wasserglas. Als ob es bestellt wäre. Und ich hatte gerade ein Level up, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre. Jo, Level 58, kann das sein? Ja, sieht aus wie 58. Boah, ist das schlecht. Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ja, Athletics 39. Sehr schön. Ja, das Schöne an Athletics ist, das levelt sich ja wirklich von allein. Also, wer in Athletics irgendwas reinsteckt, den verstehe ich nicht. Du rennst und rennst und... Oh, ein Schwein. Lauf, Junge, lauf! Na? Hm? Wer ist schneller? Ja, wer ist schneller? Ah, ein Baum hängen geblieben. Das tut mir jetzt aber leid. Geht so richtig ab hier. So, gleich sind wir zu Hause und ich sehe es schon so gut wie quasi, kann man so sagen. Und trinken kann ich immer noch nicht. Ich habe immer noch 100% trinken. Wieso habe ich eigentlich 100% trinken? Habe ich mich übertrunken? Ich hatte gerade 97, jetzt habe ich immer noch 100.
Ich bin durch die Wüste gelaufen, mir ist einigermaßen warm. Ich habe immer noch 27 Grad. Oh, ein Zombie. Ja. Komm her. So, während der hier von mir niedergeknüppelt wird, regeneriert sich dann auch meine Ausdauer ein bisschen. Weil ich glaube nicht viel. Ach, er liebt schon wieder. Ja, klar. Jo, die scrappen wir und das scrappen wir auch. Ein Huhn. Ich habe jetzt gedacht, was ist das denn für ein Ding? Will ich das hier schon töten? Nein. So, die Bäume sind gewachsen. Ich glaube, also mir wurde es auch so gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber ich glaube, die Bäume wachsen nur noch in Erde bis auf die höchste Stufe aus, oder? Was? Hase! Ja, okay, der Hase, den kann ich natürlich nicht, den Hasen kann ich natürlich nicht mit dem, ja, klar. Mit dem... Oh, Alkohol. Müssen wir gleich nochmal abholen. Die Dame da vorne hätte ich auch ganz gerne hier. Ja, die bleiben so. Also kann man so fällen, dann kann ich neu anpflanzen und dann passt das schon. Könnte ich auch mal verkleiden im Woodframe da unten. Ne? Oder ich setze da mal Erde rein oder irgendwas. Ja, nichts drin. Das ist mal ganz gut. Wo hatte ich meinen Aufgang? Hatte ich überhaupt einen? Nee, ich hatte keinen Aufgang, ne? Nee. Ich erinnere mich daran, ich hatte keinen Aufgang. Jetzt habe ich einen. So, Müllkiste. Nein, direkt richtig machen. Und das hier weg. So, Forged Iron herstellen erstmal. So, du kannst erstmal ein bisschen laufen. Forged Iron. Einfach mal 40 Stück rausziehen gerade. Dann passt das schon. So, ich habe... Achso, ich hatte ja richtig. Ich hätte ja hier... So, jetzt kommt's. So, zack, das. Hä? So, wieso? Muss es nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen. 15. Craft. So, hier ist ein Ledermantel. Den, das ist ja meiner, den wollte ich aber am Ende behalten. Stimmt, ja. So, und hier haben wir noch... Haben wir hier irgendwas drin, was hier reinkommt? So, in erster Linie würde ich sagen, nö. Nö. Haben wir nicht. So, aber hier kommt was rein. So, die Pistole. Die Pistole. Und, die Shotgun. Da haben wir schon mal zwei. Ja, fast komplett das Ding. Ah, ich hab doch hier so... Wo hab ich die denn... Wo hatte ich die denn liegen lassen, die Dinger? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die hatte ich doch auch schon hier, so ein Receiver. Ah, oh, Munition haben wir ja... Richtig viel jetzt mit, viel in Anführungsstrichen. Hatte ich mir noch keine Kiste gemacht, wo das Brass reinkommt? Doch klar, hatte ich mir eine Kiste gemacht, wo das Zeug reinkommt. Die Tokens kommen da rein. Sag mal, bin ich jetzt... Wo kommt denn das Brass rein? Ach, hier habe ich es reingepackt. Ernsthaft? Da? Mein Gott. Da wurde gar nicht hingehört, ey. Led ist auch da drin. Holzhaltiger Mann. Die Workbench könnten wir auch nicht mehr aufstellen. Boah, ich wackel hier rum, ne? Schlimm so. Ja, finde ich aber auch. Okay, ich hatte Corn Seeds. Ich hatte auch Kartoffeln. Hätte ich nicht mitbringen müssen. Hätte ich nicht mitbringen müssen. Das packen wir da rein. Da nehmen wir uns mal die Hälfte von weg.
Verdammt, die Folge ist schon längst zu Ende. Ihr Lieben, ich beende die Folge hier. Ich sortiere es jetzt eben noch ein und dann geht's gleich weiter. Also wir sehen uns gleich. Bis dann, macht's gut. Tschüss.